Streetworker? So wirke ich also auf dich. Keine Angst, ich kann dir versichern, dass ich keiner bin und auch nie einer war. Vielleicht mal ein Dämon, aber kein Streetworker. Ach ja? Und warum reden sie dann wie einer? Nun, vielleicht liegt es daran, dass du als Schüler nicht in der Schule bist, zudem deine Uniform sehr verschmutzt wirkt und aus deiner rechten Hosentasche ein Stück Frauenunterwäsche herausschaut. Ich wäre in diesem Moment am liebsten im Boden versunken. Seine ruhige Stimme, welche jeglichen Spott oder Hohn missen ließ, verhinderte jedoch, dass ich wirklich wütend wurde. Das wissen Sie schon. Vielleicht kann meine kleine Ei mir ja sagen, warum... Oh mein Gott! Es ist Ei... Ei... Wie war ihr Nachname? Verdammt. Es ist, Helga. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Wenn, Tomoya, wenn sie dir eine Puppe gibt, nimm sie nicht an. Du hast nur Stress, nachdem du tot bist. Genau. Warum du nicht in der Schule bist. Ei, kommst du mal her. Was wurde das Ganze eigentlich? Ich komme mir vor wie in einem Anime. Ja. Ei blickte ein paar Mal scheu hin und her. Ei, warum verrätst du mir denn nicht, warum der Junge hier nicht in der Schule ist? Ich weiß nicht. Vielleicht war die Lehrerin böse mit ihm. Ah, ich verstehe. Aber glaubst du nicht auch, dass er eher durch Zufall da hineingeraten ist? Er setzte Ei auf seinen Schoß. Ich weiß nicht. Okay, langsam wurde mir das zu bunt. Ich habe mir die Suppe selbst eingebrockt und ich werde sie alleine wieder auslöffeln. Ja, war das wirklich so? Makoto hatte mich überredet, aber ich hätte es ja nicht tun müssen. Der Mann deutete mein Schweigen wohl als Nein. Also, sag ich doch. Aber lass dir einen Tipp von jemandem geben, der auch schon solche Zeiten erlebte. Du kannst vielleicht heute davonlaufen, doch morgen wirst du dich stellen müssen. Die Zeit dazwischen wirst du bereuen. Was geschehen ist, warum also die Sache nicht sofort aus der Welt schaffen und die gewonnene Zeit sinnvoll nutzen? Denk mal darüber nach. Damit hob er seine Tochter von seinem Schoß und verabschiedete sich. Wenn du wieder einmal einen Tipp brauchst, dann frag einfach die kleine Ei. Wenn du jemanden tot sehen willst, dann frag auch einfach die kleine Ei. Ich schaute ihm nach, als er mit seiner Tochter Hand in Hand verschwand. Was war das für ein Freak? Warum mussten alle Erwachsenen nur immer denken, dass sie alles besser wüssten? Auch wenn er recht hatte, ich wusste das auch selber, dazu brauchte ich nicht Leute wie ihn. Wenigstens hatte das Gespräch mir eine Weile die Zeit vertrieben. Ein kurzer Blick auf meine zugegeben sehr zerkratzte Uhr verriet mir, dass es bereits kurz vor Schulende war. Wow. Es ist aber sehr viel Zeit vergangen. Makoto hatte etwas versprochen und ich werde dafür sorgen, dass er sich daran hielt. Hm. Das war gerade Vergangenheit in aktivem Dialog. Grammatik for the win. Sie war zu einem harten Preis errungen und Makoto musste dafür gerade stehen. Sie wegzuwerfen wäre dumm gewesen, denn dann hätte er die ganze Sache sicher abgewunken. Typisch für ihn. So aber hatte ich ein Druckmittel. Ich stand auf und durchquerte den Park in Richtung Makotos Wohnung. Er wohnte mit seiner Familie dort, die ihn jedoch schon lange aufgegeben hatte. Sie wurden einfach auf dem Dachboden eingeschlossen und das war's dann. Vom Parkhaus waren es maximal 20 Minuten Fußweg und ich kam eine Sekunde zu früh, keine Sekunde zu früh, das hätte mich jetzt auch gewundert. Mein Timing war perfekt, so fing ich Makoto direkt vor der Tür ab. Hallo, Makoto. Als er mich sah, wurde er ganz bleich im Gesicht. Tomo! Ja, hey, echt sorry wegen. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, holte ich aus und schlug ihm einmal kräftig ins Gesicht. Mitten auf die Nase ein einzelner, gut platzierter Schlag. Critical. Fatality. Dann holte ich, bevor Makoto zum Gegenangriff übergehen konnte, die Strapse aus meiner Tasche und schlug ihn auch damit. Nein, Moment. Wegen diesem Ding bin ich jetzt auf der gleichen Stufe wie du und werde vermutlich eine Menge Ärger bekommen. Damit sich das also für mich noch rentiert, wirst du ganz schön zahlen müssen. Makoto, der sich die blutende Nase hielt, fragte gequält, wie viel ich wollte. Doch Geld war mir nicht besonders wichtig. Ich will ein Dach über dem Kopf und zwar für den gesamten nächsten Monat. Makoto wurde leichenblass, als er meine Forderung hörte. Warum? Ich fragte mich, wieso. Es sollte doch nicht allzu schwer sein, das klar zu machen. Das sollte nicht auch... Wie auch immer. Hm. Sorry, Tomoya, aber das geht echt nicht. Heute Abend kommt eine Freundin aus Sapporo. Ich hab einfach keinen Platz mehr, um dich unterzubringen. Irgendeine Ecke wird sich doch... Eine Freundin? Sag bloß Kotomi.
Makoto hatte früher in einem kleinen Dorf vor Sapporo gewohnt. Damals hatte er eine Art Kindergartenfreundin mit dem Namen Kotomi. Ihre Familie führte den lokalen Schrein und war sehr gläubig, weshalb die Familie oft auch Reisen zu anderen Orten machte, um dort diverse Schreine aufzusuchen. Kyoto hatte eine Menge davon, darum kam sie öfters hierher und schlief dann meist bei ihrem alten Freund Makoto. Gut, da lässt sich wohl nichts machen. Verschieben wir das Ganze also so lange, bis Kotomi wieder abgereist ist. Makoto griff nach der Strapsel, in seinen Augen glühte bereits förmlich das Dollarzeichen. Nicht das Yen-Zeichen. Doch ich steckte diese schnell genug wieder in meine Tasche. Was soll das? Du kriegst die Beute, wenn du deinen Anteil bezahlst. Oder denkst du, dass ich zu dumm bin, dir deinen Anteil zu geben oder eine Garantie für meinen zu haben? Damit drehte ich mich um und ging von dann, den schimpfenden Makoto hinter mich lassend. Ich brauchte dringend eine Dusche, außerdem musste ich diese dämliche Strapse irgendwo unterbringen. Es schien, als würde ich für heute Nacht nur eine Möglichkeit haben, die Villa meines Vaters. Wenn ich wenigstens bei Makoto geduscht hätte, dann hätte ich das leerstehende Nebenhaus verwenden können, doch da lief leider schon lange kein Wasser mehr. Vielen Dank auch, Makoto. Und so kam es, dass ich nach fast einer Woche wieder auf einmal vor die große Tore der Villa Okazaki trat. Ein großes, im westlichen Stil gebautes Gebäude mit einem Garten davor. Zu rechten, was auch immer, denn ich habe zu schnell weitergedrückt, neben Gebäude. Das einst die Angestellten beruhten. Auch dieses war im westlichen Stil erbaut worden, wurde jedoch später im japanischen Stil eingerichtet. Eine Woche, es hätte ruhig länger sein können. Die meiste Zeit hatte ich bei Makoto gepennt oder wenigstens dort verbracht. Ein paar Mal schlief ich auch unter freiem Himmel. Jetzt im Sommer war dies ja noch möglich. Ich kramte den alten Schlüssel aus meiner Hosentasche und schloss das Tor auf. Dann wurde ich von unserem Kampfhund zerfleischt. Der Garten zwischen Villa und Tor war sehr groß und sehr gepflegt. Für Außenstehende sah es sicher seltsam aus, wenn jemand wie